So, ich sehe gerade, die Baumwolle ist wieder fertig. Ich würde mal eben neue Baumwollsamen holen, weil wir brauchen sehr, sehr viel Baumwolle, weil wir sehr viel Stoff fertigen müssen. Hallo, Kumpel. So, gib mir mal wieder 50 Baumwollsamen. Kumpel. So. Diese Schilder, die immer überall stehen. Das ist der einzige Aufgang zu dem Gebiet hier. Ich weiß noch gar nicht, was ich dann da hinten noch anpflanzen soll. Muss ich mal gucken. Ich glaube, die Batterie meines Controllers ging langsam zur Neige. So. Ich hoffe, sie schaffen diesen Stream wenigstens noch. Was haben wir hier noch? Wenn wir schon gerade beim Einsammeln sind. König der Löwen. Wo wird eigentlich zwischen Erde und fruchtbarer Erde hier unterschieden im Spiel? Das ist so ganz deutlich. So. Ach, da liegt auch eine Erinnerung. Was haben wir denn da Schönes? Der Film, den ich nicht von dir weiß, wer es ist. Ach, ich glaube, das ist Toy Story. Ich glaube, da links sitzt Woody, oder? Aber es müsste Toy Story 2 dann sein, weil ich kann mich gar nicht an die Person, also an dieses Mädchen da erinnern. Ist egal. So, ich schieb's gar von hinten an. Ein bisschen Platz großer. So. Alles klar. Ich mag meinen kleinen Garten hier, der eigentlich wohl Eastgarten ist, aber spielt ja keine Rolle. So. Ja. Dann gucken wir mal, dass wir hier Pflanzen weg. Kann ich denn hier am besten lang gehen? Hier auf der. Oh, ich glaube, das müsste funktionieren. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das passt halt aber auch perfekt, ne, mit der 10er Tiefe.
Ja, okay. Hier könnte ich sehr gut anschließen. Ich müsste es nur um eins versetzen. Das heißt, ich mache links eine Reihe zu und ja, der Rest wird sich dann schon ergeben. So. So, abwechselnd mal ein bisschen Erde. Sehr schön. Wenn hier mal an. Zwiebel würde ich auf jeden Fall noch mal gucken, dass ich die anpflanze. Aubergine eventuell. Die Reihe müssen wir machen. Und die ganz rechts dann gleich zugraben. So. Ach, zugraben kostet keine Energie. Alles klar, ist ja auch überhaupt nicht anstrengend, ne? So. Alright. Kurz einmal Ausdauer restoren. Dann überlege ich mal. Also Zwiebel, wie gesagt, würde ich gerne einmal mitnehmen. Und ja, wie gleich, vielleicht Aubergine. Also Zwiebel haben wir auf jeden Fall im Wald geholt. Du bist ein Tod für meine Augen. Hat er mich gerade angebaggert? Hey, du! So, kaufen 50 Zwiebelsamen. Danke sehr. Dann gucken wir mal, was gab es denn oben? Bitte, ich brauche deine Hilfe. Tja, was gab es denn oben im Schneegebiet noch? Den Spargel haben wir schon. Schön, dich zu sehen. Dann würde ich halt die Aubergine noch mitnehmen. Ich glaube, dann lasse ich es doch erstmal mit den Feldern gut sein. Wir können die natürlich noch weiter erweitern. Aber alles zu seiner Zeit. Müssen wir auch nicht gleich übertreiben, ne? Dann hier einmal Zwiebel. Und wenn wir hier gleich komplett fertig sind mit Anpflanzen und Gießen, müsste es gar wahrscheinlich Level 10 sein. Wir haben noch nicht mal die allererste Quest von Scar abgeschlossen. Wir haben ihn schon Level 10. Ich glaube, das spricht für die Art des Let's Plays hier.
guckt dezent disinteressiert. Noch ein Feld hinbekommen. Eigentlich müsste ich den Weg dann nochmal so ein bisschen... Wobei, ich würde da eigentlich... Na gut, im Zweifelsfall müsste ich Merlin nochmal umziehen lassen. So, warum habe ich eigentlich losgelassen? Dass ich das so mit als Farmgebiet nehme. Weil wir haben ja noch genug Platz auf der Karte, so ist ja nicht. Und hier dann die Aubergine hin. Und am liebsten würde ich eigentlich alles gerne einmal anpflanzen. Alle Samen, die wir halt irgendwie haben, in so einem 50er-Feld anpflanzen. Wie gesagt, die wir dann halt einfach nicht abernten, sondern bedarfsmäßig dann uns holen. Der ist bestimmt abhängig, der alte Mann. Ja. Will ja auch den Leuten halt, wie gesagt, Gärten und sowas geben. Wall-E hat auf jeden Fall das größte Grundstück, weil das zähle ich alles zu Wall-Es Gelände mit dazu. Aber ich wohne ja auch noch hier, ne? Insofern teilen wir uns das so ein bisschen. Der kleine Roboter. Dann einmal gießen. Und ich hatte auch schon gesehen, dass wir da hinten nochmal ran müssten. Da vorne nämlich bei der Baumwolle. Bin ich froh, dass wir die Gießkanne nicht permanent wieder nachfüllen müssen, wie in manch anderen Spielen. So. Ein Blümchen aufheben. So. Dann haben wir das hier erstmal. Noch ein bisschen Zeugs hier mitnehmen. Auch die gelbe Blume hätte ich nicht gebraucht. Nur hierfür könnte ich mir, wie gesagt, noch vorstellen, dass wir... Ich könnte hier noch ein paar Schlitten gebrauchen. Schlitten? Okay. Weiß gar nicht, warum ich jetzt das Zeug hier mitnehme. Vielleicht verkaufe ich es einfach. So. Schön, dich zu sehen. Was habe ich denn alles? Hier, zack. Und die Zitronen jetzt auch. Gibt Tausi, alles klar. Baumwolle können wir auch mit mehr als 50 stacken. Das ist ganz gut. Ist halt auch kein Lebensmittel in dem Sinne, sondern halt ne, zum Craften einfach. Und dann gucke ich doch mal, dass ich, ob ich dir direkt nicht ein bisschen Stoff draus machen kann. 26 Stoff, 130 Baumwolle. Na, 25 behalten wir ein bisschen auf Tisch.
Baumwolle war dann, glaube ich, hier hinten drin, ne? Genau. Hier packe ich den Stoff mal mit rein. Holz, ein bisschen der Erde. Fruchtbare Erde, es ist so... Und das packe ich jetzt endlich mal hier hin. Das ist sonst nämlich extrem weird. Okay, nein, das wollte ich nicht. Für die Quest von Anna brauchten wir noch 3 Seile und 3 Eisenbarren. 3 Seile und 3 Eisenbarren. 3 Eisenbarren kriegen wir hin. Seile brauchen wir Fasern für. Und für 8, 16, 24 Fasern. Daraus machen wir 3 Seile. So, lass mal kurz gucken. Fasern. Wir haben hier wieder 2 Slots frei. Ich weiß nicht, was da drin war, aber egal. Und das repariere Christophs Ausrüstung. Okay, kann ich direkt machen. Ich muss nicht erstmal mit ihr sprechen, von wegen, guck mal, ich habe alles fertig. Ja, geil, mach fertig. So, let's go. Christophs Kletterausrüstung. Natürlich jetzt mit Anna sprechen. Ich gucke trotzdem mal zur Sicherheit nicht, dass wir nochmal irgendetwas anderes machen müssen. Nein, wo ist denn die Anna? Da oben im Wald der Tapferkeit. So. Müssen wir weitergehen? Ja. Guck mich bitte an. Hey, du bist hier. Wow, Kipper, das sieht brandneu aus. Wenn ich ihm das zeige, muss er sich an mich erinnern. Ich bin mir sicher. Ich bringe das sofort zu Christoph. Danke. Ich glaube, es gibt Pathfinding. Ach, guck mal, das sind die beiden. Sehr gut, hat geklappt. Oh, hey Anna, ich habe wirklich versucht, mich an mehr zu erinnern. Das verspreche ich dir. Aber es läuft nicht sehr gut. Keine Sorge, ich habe hier etwas, das funktionieren sollte. Waschbär. Warum zeigst du mir alte Kletterausrüstung? Moment. Das ist eine alte Kletterausrüstung. Erinnerst du dich daran? Erinnerst du dich an mich? Ich erinnere mich an ein Mädchen. Ein Mädchen mit roten Haaren. Und das netteste Lächeln von allen, die ich je getroffen habe. Natürlich. Oh, da wäre noch eine Sache. Ich erinnere mich, dass wir zusammen gelacht haben, als sie mir aufhelfen wollte, nachdem ich hingefallen war. Ja, da gab's was. Du erinnerst dich daran. Du erinnerst dich auch. Du erinnerst dich wirklich. Was noch? Und das war alles. Es tut mir leid, Anna. Ich erinnere mich an nichts anderes. Aber hey, vielleicht könnte ich anfangen, mit diesem rothaarigen Mädchen mit dem schönen Lächeln ein paar neue Erinnerungen zu schaffen. Ja, das würde mir gefallen. Sehr sogar. Hallo, ich muss mit dir reden. Es macht mich traurig, dass Christoph sich noch nicht an alles erinnern kann. Aber er erinnert sich daran, wie er mit mir in den Bergen war. Also denke ich, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Oh. Ich werde mit Merlin sprechen. Vielleicht kann er helfen, Christophs restliche Erinnerungen zurückzubringen. Wenn Magie Christoph die Erinnerung genommen hat, braucht es vielleicht welche, um sie wiederherzustellen. Danke für deine Hilfe, Kidma. Ich lasse es dich wissen, wenn Merlin eine Idee hat. Du hast es geschafft. Geil. So, okay. Was für eine, ja, was möchtest du mir gerade sagen, Donkey? So, was haben wir denn da? Noch ein Lichtlein, was wir buddeln können? So. Zack.
So, Alter, so viele Quests, ne? Nix, okay. So. Dann noch einmal schnell gießen. Und dann werden wir langsam aber sicher zum Ende kommen für heute, Freunde. Ups. Ah ja, ausgelassen. Hä? So. Mitgenommen hier. Und Level 10 für Scar. Auch das haben wir heute noch geschafft. Sehr nice. Wir kriegen... Wie dass ich diese komischen... Pötte, die auf dem Elefantenfriedhof waren? Also im Film meine ich. So. Ja, geil. Also, the last one, den es noch gibt, ist Eric. Oha, ich sehe schon. Unser Okra ist noch fertig geworden. Ja gut, dann müssen wir noch einmal Okra ernten, Freunde. Das kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Mal dieses Anvisieren, ich hasse es. Wo kommt der Brief jetzt her? Ja, dann haben wir auf jeden Fall für nächstes Mal einiges zu tun. An Quests. So. Geht mal die Erde einsammeln. Sehr viel Gartenarbeit heute auf jeden Fall. Aber wir haben damit auch ein bisschen Geld verdient dann. So, ich nehme mich nochmal hier mit. Alter. Geil! Geil! Goldene Pflanzen! Ein bisschen Glück muss sein. Also Okra ist eigentlich so ein bisschen OP, finde ich. Ich meine, nur einmal gießen und dann immer drei rausbekommen. Und bei den Preisen, also Investitionen versus Ertrag, ist auf jeden Fall schon sehr, sehr geil. So. Nein. Gibt es einen Grund, warum du mich belästigst? Eigentlich nicht. Ich wollte nämlich nur das hier aufheben. Ich glaube, das ist von Ariel, wo die mit Eric in dem Boot sitzt. Das könnte es schon sein. So, jetzt mal hier ein bisschen das Zeug mitnehmen. Ja, wir was können. Und dann holen wir uns schnell nochmal neue Okrasamen. Okra, Okra, Okrasamen. Okra, Okra, Okrasamen. Verkaufen. So, erhalte Sternmünzen 300.
was 830.000 von 800... Oh Gott, ich habe fast 1 Million Sternmünzen schon erhalten. Geil. Hier eventmäßig noch nichts weiteres, ne? Nee. Gut, wir haben jetzt zuletzt auch beim Event nicht wirklich weitergemacht. Also, ich möchte mir natürlich noch ein bisschen was holen. Ich möchte mal eben gucken, was es noch gibt an Belohnungen. Also auf den höheren Stufen. So, bei Stufe 5. Aha. Und Stufe 6. Thron von Malefiz. Sehr nice. Oh, Rabenflügel. Oh, die muss ich haben. Die muss ich haben. Oh, und guck mal, der Dämon vom, was war es, der Bear Mountain oder sowas? Oh, bösartige Feenhörner, auch cool. Gut, und hier gibt es halt nur Mondsteine. Boah, gibt es auf Stufe 6 gibt's halt richtig geile Sachen. Ich weiß jetzt schon, dass wir sehr gute Freunde werden. So, überall Kartoffelecker mittlerweile. Die Flügel will ich unbedingt haben. Gut, wir werden sicherlich bis zum Ende nochmal spielen. Aber gut, dass man nicht halt alles von einer Stufe freischalten muss, bis man die nächste bekommt. Das wäre sonst ein bisschen kacke. Ich überlege gerade, ob ich mit dem Geld, was wir jetzt haben, vielleicht noch einmal Vajanas Fischstand etwas upgraden. Dann kriegen wir da halt auch nochmal ein kleines bisschen mehr raus. Also mittlerweile muss ich echt sagen, also anpflanzen, irgendwann reicht's, glaube ich, auch. So, so viel wie geht. Keine Ausdauer verschwenden. Hause. Der Gewicht ist dort und weiter geht's. Naja gut, ich meine, Ska brauchen wir aktuell jetzt schon theoretisch nicht mehr, ne? So Gartenarbeit, dann müsste ich mir dann Wall-E ranholen, um noch mehr Okra zu bekommen. Ich hab was. Oh Gott. Die ersten Sachen fertig. Das so, ja. Überlegt halt, ob ich das halt nochmal eben machen soll. Eigentlich müssten wir es nochmal machen. Damit wir unsere Bestände halt erstmal auffüllen. Bevor ich auch irgendwie großartig was upgrade. So.
Zack, zack. Dann müsste ich aber vorher eben kurz einmal Wall-E ansprechen. Ist gerade schlecht, ne? Siehst ja, dass ich beschäftigt bin. Alles klar. Juti. Das und dann das hier. Wo ist denn der kleine Roboter? Da vorne.